Wer die Straßenbahn abends und in der Nacht nutzt, kann sein Ziel genauso schnell und bequem erreichen wie am Tag. Denn der Jenaer Nahverkehr fährt die ganze Nacht durch. Die Linie 34 legt dabei mit rund 16 Kilometern die längste Strecke zurück. Sie verbindet die Jenaer Innenstadt mit Zwetzen und Lobeda Ost. Die Gründe, wofür die Fahrgäste die Straßenbahn in der Nacht nutzen, sind allerdings sehr vielseitig. Konzert, Kino, Besuche, ja, wir sind schon immer mal unterwegs. Also wir sind Dauerkunden. Wir haben so eine Jahreskarte oder was praktisch hier. Das braucht man bei der Entfernung von der Stadt bis raus. Das sind ungefähr 7 Kilometer. Man muss ja alles einen Arzt einkaufen, was alles zur Regel gibt. Deswegen fahren wir auch viel, um nicht zu sagen täglich mehrmals. Also ich komme von der Schlegelstraße, also fast Endstelle, und fahre jetzt halt nochmal zu Freunden auf einen Geburtstag in die Innenstadt. Also auch wieder fast bis zur Endstelle, Holzmarkt. So, das finde ich, also wenn in der Stadt noch was ist, dann halt die 35, 34, was so fährt. Mein Onkel hat früher in Lobeda gewohnt und da sind wir dann praktisch, haben wir Sightseeing mit der Bahn gemacht. Also sind dann mit der Bahn hin und dann wieder zurück und dabei hat mein Onkel dann immer so gesagt, ja, da habe ich früher gewohnt, da war meine Schule und so, und da konnten wir also praktisch gleich das Sightseeing aus der Bahn machen. Besonders von Studenten werden die Bahnen genutzt, die nachts unterwegs sind. Das fällt genau dann auf, wenn die Semesterferien begonnen haben und die Fahrgastzahlen an den Wochentagen zurückgehen. Dann sind die Bahnen kaum gefüllt. An den Wochenenden nimmt die Auslastung jedoch wieder zu. Doch auch dann fahren überwiegend jüngere Menschen mit den Straßenbahnen. Auf diesen nächtlichen Fahrten passiert immer wieder die ein oder andere witzige Geschichte. Ich habe auch schon einen erlebt, der hat in der Straßenbahn geschlafen. Und dann haben wir einen Schlafplatz, keine Ahnung. Also lustige Sachen erlebt er viel mit den Studenten. Die haben eben zum Beispiel, dann nehmen die schnell mal ein Sofa mit. Dann haben die auch mal ein komplettes Bett in der Straßenbahn transportiert. Solche Sachen halt. Und negativ ist halt gerade die Verschmutzung und Alkoholiker. Und wenn dann halt Besoffene da über die Stränge schlagen. Das sind halt so die negativen Sachen. Es ist nicht zu vermeiden, dass es auch hin und wieder durch individuelles Verhalten zu unschönen Situationen in der Straßenbahn kommt, die sowohl von den Fahrgästen als auch vom Fahrer bewältigt werden müssen. Natürlich steht das schnelle und bequeme Erreichen des Ziels für die meisten Passagiere im Vordergrund. Und wenn es doch einmal brenzlig werden sollte, wird Hilfsbereitschaft in Jena scheinbar sehr groß geschrieben. Also ich als Frau kann sagen, ich fühle mich größtenteils sicher. Es gibt immer mal Momente, wo Gruppen einsteigen, die sich ein bisschen profilieren möchten oder laut werden, halt einen über den Durst getrunken haben. Aber wenn viele Menschen mitfahren, da ist immer einer dabei, der auch den Mund aufmacht, wenn es gefährlich werden sollte. Und zur allergrößten Not habe ich es auch schon erlebt, dass der Straßenbahnfahrer dann diejenigen heraus oder hinaus komplimentiert und dann ist auch alles geregelt. Vielleicht mal ein bisschen lauter, hat jemand sich vielleicht mal in den Worten vertan, aber meistens wirklich so, dass dann die gesamte Bahn drumherum reagiert und sagt, hier, du kannst du bei dir behalten, die Kommentare, und wenn du willst, kannst du aussteigen. Also meistens deeskaliert sich das recht schnell selber, falls mal irgendjemand dabei ist, der meint, irgendwas Doofes sagen zu müssen. Also so richtig schlimme Sachen wie Schlägereien oder ähnliches habe ich eigentlich noch gar nicht erlebt. Tatsächlich bin ich neulich in der Bahn zusammengeklappt aus Kreislaufgründen, aber war auch alles gut. Ja, also kamen sofort Leute, geholfen, in Jena sowieso sehr viele junge, nette Menschen. Der Fahrer hat auch nachgefragt, war alles in Ordnung, also war alles super. Naja, mit ein bisschen Bauchgefühl muss man da reagieren. Man muss gucken, was passiert, was ist, wie kann man eingreifen, hat es Sinn einzugreifen, und im Notfall ist eben viel dort hier über unsere Leitstelle und die Polizei dann halt schwere Sachen geregelt. Also man muss das selber ein bisschen abwägen, was man da tut und was man lieber lässt. Wir haben da direkt die Schulung und solche Sachen, und das ergibt dann halt eine Mischung, ein bisschen Bauchgefühl, Erfahrung und halt, was man in den Schulungen so mitnimmt. Wer nachts in Jena Straßenbahn fährt, braucht sich auch dann nicht allein zu fühlen. Im Vergleich zu anderen Städten sind die Fahrgäste in Jena besonders froh über das durchgehende Nachtnetz. Ich habe ja, wie gesagt, in Wien auch noch andere Großstädte erlebt, wo zwischen 0 bis 4 Uhr Bahnen frei waren und nichts gefahren ist. Da musste man mit dem Taxi nach Hause fahren, und das ist Jena nie passiert. Also man kommt immer nach Hause, wenn man will. Also ist mir jetzt nichts direkt aufgefallen, vielleicht eher im Gegenteil, wie normal alle Leute wirken, die so spät abends unterwegs sind. Also in Berlin sieht man da doch einige sehr interessante Gestalten. Fest steht, dass die Möglichkeit, nachts mit der Straßenbahn fahren zu können, gern angenommen wird, um auch ohne Auto oder Fahrrad ans gewünschte Ziel zu kommen. Die Ziele sind dabei so unterschiedlich wie ihre Fahrgäste, und doch fahren alle gemeinsam in dieselbe Richtung.